Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir werden jetzt gleich auf Petjagd gehen. Ich habe jetzt erstmal schon mal zwei Bildschirme hier, weil ich brauche den Google-Übersetzer hier und Skype, damit ich Pascals Sachen lesen kann. Weil ich werde jetzt hier, also er wird jetzt heute nicht im in diesem Chat antworten. Gibt es einen Grund, komme ich gleich zu. Auf jeden Fall, den Chat kann ich auch nicht komplett ausblenden, da müsst ihr unsere Englischkünste sehen, ne? Und auch sehen, was die anderen so antworten, die Amis. Aber so in Zukunft werde ich den ganzen Chat, wenn, mit irgendeinem Bild oder sowas bedecken, damit, es ist halt einfach das Problem, dass es hat schon vor ein paar Monaten angefangen, da habe ich ja schon Videos von USA aufgenommen. Das Problem war einfach, dass da irgendwo ein Spezialist sitzt, der sich meine YouTube-Videos anschaut, von dem Chat dann Screenshot macht, also wo Pascal auf Deutsch schreibt, weil in den USA ist es ja verboten. So, und das schickt derjenige an den Support und meldet Pascal dadurch. Und Pascal hat wohl Meldungen bekommen, aber es ist halt nicht viel passiert, ne? Und dann hat Pascal auch mit dem Support geschrieben und die haben halt gesagt, dass es okay ist, solange es privat ist. Also wir haben nicht öffentlich geschrieben. Aber das Komische ist auch einfach, weil erst habe ich gedacht, vielleicht haben die uns mal erwischt, wo wir wirklich einmal kurz öffentlich geschrieben haben oder so. Aber ich habe nie eine Meldung bekommen, nur Pascal. Und das Komische ist einfach, dass immer wenn ich ein Video hochgeladen habe, dass das kurz darauf passiert ist. Also es kann ja nur durch meine YouTube-Videos kommen, dass sich da irgendjemand schnell einen Screenshot vermacht und das einfach wegschickt. Also bescheuert, oder? Ich weiß nicht, wer da hinten so... Wer weiß, wer das ist. Ich habe wohl schon eine Vermutung, will jetzt aber keine Namen nennen, weil ist nur eine Vermutung, kann ja auch jemand anders sein. Ich finde es einfach nur traurig, dass es da Menschen gibt, die verzweifelt versuchen, einen anderen zu schaden, grundlos. Nur weil die mit sich selber anscheinend nicht zufrieden sind. Und ich muss sagen, auf dem deutschen Server war auch nie Frieden. Das ist auch so ein Grund, warum ich da auch aufgehört habe. Es gab immer jemanden, der deutsche Server ist ehrlich gesagt wie so ein Dorf. Jeder kennt jeden. Ihr wisst doch, was ich meine, oder? Und jeder redet über jeden und dann kriegt man es raus und keine Ahnung. Und da ist immer nur schlechte Stimmung gewesen. Ja, nicht immer, aber es war immer einer dabei, der schlechte Stimmung verbreitet hat. Und jetzt habe ich gedacht, in US haben wir Frieden. Wir kennen ja eh keinen. Und im PvP schreiben wir sowieso mit niemandem, weil das können wir eh nicht lesen. Und jetzt ist da doch jemand, der über Umwege versucht, uns irgendwie aus dem Spiel zu kicken. Ja, ich finde es schade. Ich gönne es dieser Person jetzt auch nicht mehr und deswegen werde ich den Chat einfach verdecken. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Ach ja, und da ist auch noch jemand, der permanent meine Videos disliked. Ist nur ein Dislike. Dazu wollte ich auch nochmal sagen, die Leute, die permanent meine Videos disliken, ohne Kritik kann ich die sowieso nicht ernst nehmen. Von daher sind die mir sowas von egal. Ich nehme nur ein Dislike wahr, wo auch eine Kritik unter den Kommentaren steht, damit ich mich ja auch verbessern kann. Ne? Aber ohne Kritik grundlos ein Dislike zu setzen, kann ich leider nicht ernst nehmen. So, jetzt habe ich mich richtig ausgelassen, oder? Jetzt geht's aber auch los. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir sind schon jetzt am Brutplatz. Der Pascal ist auch da, aber wie gesagt, ne, ich lese hier über Skype. Ja, wir kommen in den ersten vier Sphären leider nicht rein. Full. Kommen wir in die ersten Area rein? Auch nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Phone war auch der Scott on. Und ich hatte ihn gefragt, ob er mit mir brüten will. Hier sagt man, kennt me Hedge. Das ist auch das Einzige, was ich schreiben kann. Und er hat gesagt, ja. Und dann hat er geschrieben, GTG, soon oder sowas. Und ich wusste nicht, was das heißt. Aber dann habe ich geschrieben in 20 Minuten und er hat geschrieben, yeah. Aber er ist noch nicht da. Ich glaube, der kommt später. Jetzt weiß ich nicht. Ich suche trotzdem weiter, oder Pascal? Vielleicht finde ich ja noch was Besseres. Aber der Scotty hat schon ein geiles Pet. Wo ist er denn? Da. Ich hoffe, er hat es jetzt gerade an. Nee, der hat jetzt ein anderes an. Alles. Ach cool, das ist das Pet mit 11 Damage. Das ist auch nice.
Hast du schon mal alle hier durchgeguckt, Passi? Ich porte mal zu dir. Pascal, schreib doch gleich mal, can we popping now? So hat der X geschrieben, würde ich Hedge nicht kennen. Can my pet with your pet popping? Then we have a OP pet. Hedge, schreibt da jemand. Schreib mal den Chat hier. Zieh den mal hier hin. Cute Pet Ellie. Guck mal. Mit wem kann ich hier dealen? Was hat die denn so? Die hat auch nur Fortify. Fortify ist festigen. Ich brauch Legion Shield. Wer ist er denn? Alles Noobs hier. So wie wir. Naja, wir sind nicht mehr solche Noobs. Beziehungsweise ich. Passi macht gut Schaden. Wir haben gerade ein Turnier gemacht. Der haut die immer alle um. Ich habe gedacht, du drehst dich da, aber das ist jemand anders. Das ist ein Kevin. Ein Kevin. Kevin hat kein Legion-Shield. Ja, in dem 4 gegen 4. Wir haben gerade ein 4 gegen 4 gemacht. Das haben wir auch aufgenommen. Pascal konnte im letzten Kampf einfach nichts machen. Er hat einfach nur Dudus abbekommen. Und einen Ifrit. Aber wir haben den zweiten Platz gemacht, okay? Und wir hatten auch Glück, weil wir haben uns so zu zweit angemeldet. Und dann müssen wir hoffen, dass wir auch zwei gute Teampartner bekommen. Und das waren Gott sei Dank gute Spieler. Eigentlich haben wir hier noch einen Ellen. Ellen und Ellen, oder? Ellen Nightblade. Mit dem haben wir auch gekämpft, der spielt auch gut. Wir haben sogar letztens jemanden kennengelernt. Also, das war so lustig. Wir waren im 3 gegen 3. Und wir haben uns so zu zweit angemeldet. Und dann kam ein dritter Spieler und der kam aus Deutschland. Der hat vorher geschrieben, schreibt ihr, könnt ihr Deutsch? Weiß er noch, Passi? Habe ich direkt eine Freundschaftseinladung geschickt. Der kannte uns sogar auch. Geht's dir gut? Heißt, ich schreibe mir mal einen schönen Satz, wie ich anfangen kann. Ich habe hier auch letztes Mal, warte mal. Weißt du, wie ich das heute Mittag gemacht habe? Ich war heute Mittag schon Plazettiere und habe Leute angeflirtet. Ich habe geschrieben. Ich muss mal eben ändern. So. Ich habe hier den Google-Übersetzer, ne? Ohne geht nicht. I'm looking for a pet with Legion Shield. Was ist das denn? Was ist das für ein Zeichen? Wie dreht sich denn da? Passi, schreib mal, wie du das schreiben würdest, wenn du alleine wärst. Ich würde es so machen. Ich würde sie anschreiben. Hat vorhin auch jemand bei mir gemacht. Dann kann ich nur mit No oder Yes antworten. Obwohl, vorhin habe ich was geantwortet auf Englisch. Wanna Hedge? Einer hat geschrieben, kein da, noch irgendwas. Er hat gesagt, mein Pet ist zu low. Ich habe keine Max-Werte, obwohl bei dem schon. Nur bei dem anderen nicht. Dem hat aber die Sturmriese nicht gepasst.
Ich will jetzt mal in den anderen Sphären da rein. Alles voll. Was ist, wenn wir in Bartley B reingehen? Bei mir nicht, bei mir. Warte mal. Ich bin in Bartley B. Hier bist du ja auch. Ich muss jetzt, ich mach das jetzt so. Ich glaube, mir kann keiner helfen. Nein, umgekehrt. Legion Shield. Hab's gegoogelt. Passi, sag mir nicht, ich hab das jetzt falsch geschrieben. Ich gucke jetzt in meine Goldkarten. Legion Shield. Wer ist er denn da? Da. Passi. Oh Gott. Ja, guck mal. Enchi, da kann ich jetzt rein. Oh. Warte mal, ich brauche jetzt einen anderen Satz. Someone has pet with Legion Shield? Fragezeichen. Also Google kann man aber auch nicht immer trauen, ne? Aber ist ja egal. Hauptsache, ich verstehe mich. Die sind hier nicht sehr gesprächig. Wie spät haben die da jetzt? Ist das noch morgens bei denen? Also wir haben jetzt gerade bei uns 7. 12 Uhr. Die müssen jetzt mal Kaffee trinken. Wie hast du denn dein Feuerpad bekommen? Hast du die Leute auch angebaggert? Ah. Okay. Ich gehe jetzt woanders gucken. Scott ist an! Pascal schreibt gerade, wir sollten auf Scott warten. Und der kam jetzt gerade an. Ich schreibe, I'm waiting for you. Ist das richtig? Er hat mir schon geschrieben. Ich denke, 20 Minuten haben gepasst. Sollen wir jetzt hatchen? Yeah! Pilz the pet with Legion Shield. Ich weiß nicht, ob ich das richtig geschrieben habe. Da ist unser Scotty. Schon wieder so ein Schweinchen. Egal. Ich muss schnell. Ach, seht ihr jetzt gleich. Ach, ich bin aufgeregt. Bitte lern es. Er schreibt Wait. Oh, ich muss wieder weg. Ja.
Warte. Jetzt. I got this. It has Annie. Ja, okay. Okay. Immer schön Schleim. Wir haben Scott eigentlich kennengelernt. Wir haben ihn doch einfach mitten im Kampf angeschrieben, ne? Wo er am Kämpfen war, da haben wir doch zugeguckt. Wir waren so scharf auf sein Pad. Weil die sind immer so nett hier, ne? Wenn man Hilfe braucht, die helfen dir einen sofort. Da ist das. Nee. Hä? Ach so, das ist meins. Da. Okay, okay. Ich hab, Schon gut. Thank you. Ja, sicher. Good luck, schreibt er. Ich hab letztes Mal so geschrieben. Good look. Gutes Aussehen. Und Pasti sagt die ganze Zeit, das ist falsch. Und ich habe ihn voll angemerkt und meinte, hey, ich wünsche doch nur viel Glück, was willst du von mir? Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich falsch geschrieben habe. Thanks. So. Ja, ich habe auf jeden Fall ein Schwein. Bei ihm war es ganz unten. Also bei mir war es sowieso schon unten drin. Und jetzt ist es da immer noch. Hoffe ich, weil hier ist jetzt dreimal episch. Das ist, glaube ich, die große Resi. Obwohl. Ne, die ist hier oben. Hm, ich trainiere das gleich eben einmal. Aber das mache ich dann, ich mache es schneller. Ich lasse es schneller laufen, weil sonst dauert das zu lange. Jetzt muss ich nur Glück haben, dass es das lernt. Ich muss mir noch mal eben kurz sein Pad angucken, weil ich habe das jetzt zu schnell gemacht. Obwohl. Oh, guck mal, der ist extra angekommen für uns. So Leute, dann gehe ich das jetzt eben trainieren. Obwohl, ich muss noch warten. Ach so, stimmt, der hat ja einen Pinguin genommen. Was heißt denn Enigmatic Egg? Vielleicht habe ich doch Pinguin. Ach, ich habe gedacht, ach nee, der hat ja vorhin Schweinchen. Geht nicht, ich habe Wizard nicht über Laptop. Ich schreibe es dir hier, warte. Nee, leider nicht. Kein Mythoszeichen. Wahrscheinlich das Schweinchen, oder? Aber er hatte vorhin auch ein Todespad mit den gleichen Werten. Ach so. Ist auch kein... Doch, das ist ein Mythoszeichen. Glück gehabt. Ne, hier wird kein Tomi angezeigt, aber nur ein Mythoszeichen. Nein! Mythos ist Schwein. Na gut, er hat es ja erledigt. Aber... Ich habe ja noch den einen Pinguin. Mein Wordpad. Ich könnte das damit ja arbeiten.
Pascal möchte so einen Hasen haben. Mhm. Was gab der nochmal an Karten? Pakt und Return, ne? Ja. Oh Mensch, so ein Schweinchen. 45 Minuten noch. Ach, 45 Sekunden. Ja, sonst trainiere ich das, weil sonst wird das Video jetzt wieder zu lang. Ich trainiere es einfach, wenn ich, ich das nächste Video mache, dann zeige ich euch, was gelernt hat, okay? Weil sonst dauert es einfach viel zu lange. Gut, Leute, dann habe ich ein Pet mit Schild der Legion gefunden. Und ich hoffe, dass mein Schwein das jetzt auch lernt. Schwein bleibt Schwein leider. Und dann sage ich wieder bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Leute, ich musste jetzt noch mal kurz aufnehmen. Hier ist jemand, der versteht einfach nicht, warum ich ein Schwein trainiere. Ich muss not set. I don't. Warte mal. Der hat hier irgendwo angefangen. Never seen anyone with that much dedication to get a perfect piggle. Passi lacht einfach nur, even Lime agrees with me. Er stimmt mir zu, heißt es, ne? I would give up H. Ego LMAO, where you made my day with. Passi, du musst mir das bei ihm im Skype übersetzen. But it seems that excessive. I'm curious to see how. Was labert der? Ich mache einfach nur ein XD. May all the people shut up as fear in PvP. My Pegel is the best pet in Wizard, okay? It can Legion Shield. But can it enfeeble? No. Fortify. Er meint, dass deine Gegner Angst kriegen im PvP wegen dem Schwein. Look my other Pegel now. Sollte mir. Das ist das All Universal Defense and All Damage. What? Jetzt guckt wer doof, ne? Der macht die ganze Zeit mein Schwein runter. You sure shout me. Was heißt das? I like your pet. Ja, jetzt wollen sie alle mein Schwein. Jetzt wird der niedergemacht. Thank you. My pig is the best. How long did that even take you? Was heißt das, Passi? My English is not so good. I'm from Polen. Ich schreibe einfach Polen, wenn da sind wir die bösen Deutschen. Aber ich komme ja auch aus Polen.
Oh, Englisch. My Yeti on my Max's dad took me like a week. Was labert der? I gotcha. Good luck with your piggles. Thank you. So, Leute. Schade, dass wir nicht das sich von Anfang an aufgenommen haben. Also Englisch, wir werden hier noch ein bisschen was lernen, ne? Jetzt verabschiede ich mich aber. Tschüss.